Dadurch, dass die Gemeinden in Afrika, Asien, Lateinamerika und in Teilen von Osteuropa so unglaublich wachsen, entsteht viel Energie. Die Menschen freuen sich über Gottes Handeln und fangen an zu verstehen, dass sie mehr Verantwortung für Mission übernehmen müssen. Viele Jahre lang haben wir in Lateinamerika Missionare empfangen. Ich denke, es wird Zeit, dass auch wir anfangen, Missionare in die unerreichten Gebiete oder andere Teile der Erde auszusenden. Ich denke, dass es für uns an der Zeit ist, hinauszugehen und etwas zu tun. Nicht immer nur empfangen, sondern auch geben. Wir freuen uns, dass Gemeinden aus diesen Gebieten das Evangelium mit einer neuen Vision bis an die Enden der Erde bringen. Ich denke, Lateinamerika ist ein Ort, an dem Gott auf eine Weise wirkt, wie wir sie nirgendwo anders sehen. In Brasilien gibt es beispielsweise die am schnellsten wachsende Gemeinde der Welt. Die Gemeinden in den sogenannten neuen sendenden Ländern, dem globalen Süden, der mehrheitlichen Welt, sehen sich nicht mehr hauptsächlich als Missionsfeld, sondern immer mehr als potenzielle Missionskraft. Wir glauben, dass unsere Zeit gekommen ist. Wir sehen die entstehenden Missionsbewegungen aus Lateinamerika, Asien und Afrika kommen. Besonders in Lateinamerika sehen wir eine junge Gemeinde, die bereit ist, ihre eigenen Leute zu mobilisieren. Ich glaube, dass es Zeit ist, unseren Auftrag zu tun. Aus den Gemeinden dieser Gebiete kommen nicht nur immer mehr Mitarbeiter, eine Vision und Leidenschaft, sondern sie betrachten Mission in einem neuen Licht und gehen neue, kreative Wege, die relevant und einschneidend sind. 90% der Filipinos sind Christen. Das ist kein Zufall, dafür muss es einen Grund geben. Da die Philippinen die einzige christliche Nation in Asien sind, glaube ich, dass sie eine leitende Rolle in der Evangelisation Asiens, wenn nicht weltweit, spielen wird. Eine der größten Dinge bei den entstehenden Missionsbewegungen ist deren Mobilität. Zum Beispiel gibt es hier in den Philippinen, wo ich gerade bin, 8 Millionen Filipinos, die außerhalb der Philippinen leben. Fast 2 Millionen leben auf der arabischen Halbinsel und viele gehen sowieso. Wenn wir nur 10% derer, die von hier weggehen, erreichen könnten, stellen Sie sich vor, welches enorme Potenzial wir für die Mission hätten. Entstehende Missionsbewegungen ist eine Initiative, um das zu mobilisieren und zu aktivieren, was Gott in Afrika, Asien und Lateinamerika tut. Ich sage euch, in die Mission zu gehen, war für mich die Antwort auf meine Gebete. Ich will Missionar sein. Ich will zurückkommen und den Menschen zeigen, dass wir Afrikaner, wir schwarzen Menschen, das Recht haben, das Evangelium weiterzugeben. Es ist nicht nur für weiße Menschen, es ist auch für uns. Wenn wir über den globalen Süden reden, ist das kein geografischer, sondern eher ein missiologischer Begriff, der die Gemeinden in Afrika, Asien, Lateinamerika und sogar Teilen von Osteuropa beschreibt. Das sind die Gemeinden, die meistens von unseren Brüdern und Schwestern aus dem globalen Norden gegründet wurden. Wir in der Gemeinde des globalen Südens sind unseren Brüdern und Schwestern aus dem globalen Norden zu großem Dank verpflichtet. Eine Sache, die mich an den entstehenden Missionsbewegungen fasziniert, ist zum Beispiel China. Die Gemeinde dort kennt Leiden, Verfolgung und sogar Märtyrertum. Wenn ich an die Mobilisierung der Gemeinden in China denke, sehe ich eine junge, dynamische und tatkräftige Gemeinde. Menschen sind begeistert über ihren Glauben und wollen das Evangelium über ihre Grenzen hinaus in der Welt verbreiten. In den letzten 200 Jahren haben wir immer nur empfangen und so viele ausländische Missionare haben ihr Leben für uns gelassen.
Wir können eine neue Generation an Missionaren werden, die ins Ausland gehen. Ich glaube, China wird nicht nur die größte christliche Nation der Welt sein, sondern auch die meisten Missionare aussenden. Meine Vision für die Gemeinden in China ist zu sehen, wie der Leib Christi geschult, ausgebildet, ausgestattet und befähigt wird, um das Evangelium in der ganzen Welt zu verbreiten. Ein Modell, das wir nutzen, ist das sogenannte dienende Modell, bei dem wir nicht wie üblich in Gemeinden gehen, unsere tollen Programme vorstellen und sie einladen mitzumachen, sondern wo wir in Gemeinden gehen und sie fragen, wie wir ihnen dienen können. OM arbeitet auf diesem Kontinent schon über 20 Jahre. Wir konnten etwas dazu beisteuern, indem wir Mitarbeiter bereitgestellt, gebietet und lateinamerikanische Gemeinden zur Mitarbeit herausgefordert haben. Wir konnten in den letzten Jahren sehen, wie Lateinamerikaner in die Weltmission gingen. Ich persönlich glaube, dass es möglich ist, das Potenzial dieses Kontinentes mit den bestehenden Möglichkeiten auf der ganzen Welt zu verknüpfen. Ich freue mich über die Erkenntnis an vielen Orten, dass sich Gemeindemitglieder selbst als Missionare sehen. Es sind nicht nur die Missionare, die an weit entfernte Orte gehen, die ihr Zuhause, ihren Beruf oder ihr Land verlassen, sondern es sind auch die, die sich auf dem Marktplatz als Missionare sehen. Oft sind gerade diese Brüder und Schwestern, die auf dem Marktplatz arbeiten, viel effektiver. Das Resultat ist, dass wir uns an Modellen orientieren, die innovativ, kreativ und erschwinglich sind. Und wir müssen Mission so gestalten, dass wir das natürliche Wachstum der Gemeinden aktivieren. Wir möchten, dass Sie bei dieser strategischen Partnerschaft mitmachen, um die großartige Nachricht des Evangeliums in jede Ecke der Welt zu verbreiten. Machen Sie mit und helfen Sie, die Geschichte der wachsenden und sich immer verändernden Mission weiterzuschreiben.